Ja, hallo. Herzlich willkommen auf dem Hüder-Gold-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und wir haben spät abends. Das heißt, es ist Zeit für eine Teelänge. Dieses Mal ist es wieder ein roter Früchtetee. Die Marke schmeckt mir ganz gut. Das ist irgendwie Waldfrucht oder rote Waldfrucht. Ja, die Packung ist bald leer. Ich muss mir bald eine neue holen. Aber es gibt Schlimmeres. Deutlich Schlimmeres. Ja. Ja, in dem Sinne. Ja, was habe ich mir alles so aufgeschrieben? Ich habe mir natürlich hier wieder einen Spickzettel gemacht mit ein paar Themen, die mir so in den Sinn gekommen sind. Ich denke mal, meine Perirhodan-Zyklen-Geschichte hebe ich mir auch für nächstes Mal oder für einen anderen Termin. Ich habe viel auf dem Zettel stehen, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ich denke mal, das Perirhodan-Special, machen wir ein Perirhodan-Special raus, würde ich sagen. Das ist ein Thema, was natürlich auch abendfüllend sein kann und wahrscheinlich auch werden wird. Aber ja, in dem Sinne, apropos Perirhodan, das ist das aktuelle Heft, die Nummer 3209. Michael Markus Turner, das Siegel des Großadministrators. Ja, ich habe das als Frankensteins Monster aus Supermodel-Teilen bezeichnet. Ich finde, das passt ganz gut. Also es ist wirklich sehr viel Tolles dran, sehr viel schöne Einzelkomponenten. Nur das Zusammengestöpselte, ja, war nicht so ganz meins. Also im Prinzip, der Roman erkrankt so ein bisschen daran, dass er einfach aus vielen Einzelfragmenten, aus Stücken besteht. Der Roman als Ganzes hat irgendwie keinen richtigen Flow. Das heißt, ich komme nicht rein. Jeder Kapitelwechsel oder ich bin im Kapitel drin und dann Kapitelwechsel, es kommt was komplett anderes, das kickt mich halt raus. Ne? Das ist so, ich bin so ein bisschen so der Immersionsfanatiker. Ich mag das Epische, das Abtauchen in Welten, das Miterleben und so ein krasser Wechsel einfach, das holt mich nicht ab, das kickt mich einfach nur raus. Also das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, ich glaube, das Problem ist auch eher ein generelles der Expokratur, abgesehen von diesem Roman. Man kann das natürlich auch den Roman so schreiben, dass der durchgängigen Fluss hat. Was aber vielleicht so ein grundlegenderes Problem drunter ist, ist, die Autoren, ne, öfter beschweren sie sich mal, dass viel zu viel Stoff in einem Exposé drin steht und sie sich fragen, wie zum Geier soll ich das in ein Heft quetschen? Und Michael Markus Turner hat jetzt den Vorteil, er schreibt einen Drilling, hat drei Hefte. Mindestens drei Hefte, ich muss nur mal gucken. Also, ich meine, es wären drei Hefte gewesen, die er da schreibt. Ja, genau, drei Hefte. Ja, und da kann man sich natürlich den Platz so ein bisschen selber einteilen halt. Ne? Das ist dann, also der erste Teil der Trilogie hat mir recht gut gefallen. Dieser hier jetzt, also er muss eine ganze Menge Themen abfrühstücken, die ja für sich allein interessant sind. Im Zusammenspiel allerdings nicht wirklich ein rundes Bild ergeben halt. Ne? Das ist so einfach so ein bisschen so dieses Überfrachten. Ich habe das auch als das Plot-Bunny-Problem bezeichnet. Also als Schriftsteller Ideen zu bekommen, ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie wird man die vielen Ideen wieder los? Das ist nämlich das viel größere Problem. Also im Prinzip so Plot-Bunnies sind wie Bunnies, also zwei Ideen, man steckt zusammen und dreht sich um und hat 5 Minuten später einen ganzen Stall voller Ideen. Und das Dumme ist, man kann nicht jeder Idee folgen. Man muss sich halt für einen von den ganzen vielen Karnickeln entscheiden und dabei bleiben halt. Ne? Das ist so, es das heißt, folgt dem weißen Hasen und ich folgt allen weißen Hasen, die du findest halt. Ne? Das ist so, ja. Also ich bin da wirklich ein Verfechter der Idee. Ein Heft, eine Geschichte. Die kann man dann gut und richtig erzählen und das nächste Heft kann man dann eine andere Geschichte erzählen. Das spielt auch so ein bisschen zurück, wenn man ich wollte eigentlich wieder rumreiten, aber im Abschluss des Kaotaren-Zykluses. Ich fand, sie haben sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig gut gemacht, sehr viel richtig gemacht. Ein paar Stellen, da bricht es dann so ein bisschen raus, da merkt man so, da passt die Struktur nicht so ganz. Das war dann wohl sehr improvisiert an manchen Stellen, wirkte zumindest so ein bisschen so freihändig gezeichnet. Und der Abschluss, das war wirklich so. Der bricht so komplett raus. Und man baut halt eine Spannung auf. Mit dem 98 habe ich gedacht, wow, geil. Christian Beutel hat da richtig aufgedreht, richtig alles auf 11 gedreht. Und ich dachte mir, wow, jetzt kommt ein Bombenfinale. Und dann kommt da die Versuchung Christi. Ja, an sich
spannendes Thema, ein gutes Heft, aber für sich alleine gesehen, aber als Zyklusabschluss und nee. Ja, also man merkt so ein bisschen so ein strukturelles Problem. Es fehlt so ein bisschen so dieser Masterplot. Was will ich hier erzählen? Beim K.O. Porter war das noch gegeben. Das habe ich von Anfang an auch gesehen, dass da was ist, was man da nehmen kann. Im aktuellen Roman Fragmente frage ich mich so ein bisschen, warum müssen wir jetzt erst wieder zusammenbauen? Was zu der Frage führt, warum muss ich das jetzt halt lesen? Das ist so ein bisschen so diese Frage, warum interessiert mich das überhaupt? Ne? Das ist so ein bisschen, das sollte am Anfang zumindest angerissen werden, dass man eine Idee bekommt, worum geht's, warum soll ich das lesen? Das sind so Dinge, Brandon Sanders nennt es so das Versprechen halt. Ne? Also in dieser Geschichte geht es darum, es wird so in die Richtung gehen. Halt, ne? Das reicht ja schon. Man muss ja nicht alles erzählen, sondern und dann im Prinzip muss man das natürlich dann nachher irgendwie auflösen, ablösen und dann auch die Belohnung am Ende präsentieren halt. Ne? Das sind so Dinge, die einfach strukturell sind, die so eine Geschichte schon haben. Man kann natürlich auch kein Happy End machen, man kann es halt böse enden lassen, das ist auch gut, aber man muss es halt irgendwie dann doch so beenden halt, ne? Also das ist dann schon wichtig. Man kann sich aber offen lassen und irgendwie die Hälfte der Fäden rumfliegen lassen und ja, oder wenn man sagt, okay, die Story geht noch weiter, dann muss man das aber vielleicht auch irgendwie anweisen. Okay, Achtung, Leute, da kommt noch was. Das wäre ja auch eine Sache, auf die man sich halt freuen kann. Ne? Das ist so im Moment, hänge ich da so ein bisschen im Limbus. Ja. Wobei ich sagen muss, der aktuelle neuere Handlungsstrang halt mit dem neuen Feldvolk, mit dem, wie ist es nochmal? Die Periodiname, ich vergesse die immer. Eigentlich sind die, ja, Quana, genau. Also ich finde das voll cool. Die Idee ist cool. Dass die wirklich auch nur missbraucht werden, halt von der bösen Macht im Hintergrund, finde ich auch irgendwie cool. Das ist natürlich schon wieder ein Punkt, wo du denkst, okay, das interessiert mich. Es hat noch so Anbindungen an Alan D. Merchant und ja, also das sind so Dinge, die da denkst du dich, okay, cool, das geht da irgendwie weiter. Da ist noch ein Geheimnis, das interessiert mich, wie geht das weiter? Und ja, ich muss sagen, also an der Stelle, das hat er gut gemacht. Das ist wirklich richtig gemacht, das ist aufgelöst, das geht auf, das treibt einen weiter. Und das an der Stelle finde ich dann schon wieder die Frage nach dem, warum soll ich das lesen, definitiv beantwortet. Ne? Das ist so schon ganz cool. Ja. Da habe ich mir noch einen Satz aus The Mandalorian aufgeschrieben. Das ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Das heißt ja immer, alle Wege führen nach Rom oder viele Wege führen nach Rom. Manche führen auch wieder weg, wenn man die andere Richtung läuft. Aber im Prinzip führen alle Wege nach Rom halt. Ne? Und das ist so wie das gleiche mit dem Plotbahn ist. Man kann nur einen Weg auf einmal gehen. Also wenn man halt sich für einen Weg entschieden hat, dann muss man den zu Ende gehen, ob es jetzt auch steinig wird oder nicht weitergeht. Erst wenn es wirklich definitiv nicht weitergeht, dann muss man halt, okay, wir müssen ein Stück zurück und uns einen Umweg suchen halt, ne? Das oder eine andere Route suchen. Aber man kann nicht sagen, ja, der andere Weg ist auch schön, dann gehe ich doch mal zurück und gehe den anderen Weg und dann nochmal den Weg und dann nochmal den Weg. Das ist so das Problem, da kommt man nirgendwo an. Oder zumindest nicht am Ziel, was man sich gesetzt hat. Ne? Das ist so der Grund, warum ich halt auch für ein Heft eine Story plädiere. Warum ich das jetzt erzähle, im Prinzip, ich bin halt auch so einer von der Chaoten-Fraktion, also von den entdeckenden, entwickelnden Bauchschreibern, wobei ich kein Bauchschreiber bin, aber das sind so verschiedene Stufen des Spektrums halt, ne, von ganz spontan bis ganz durchgeplant halt. Ne, das ist so, man bewegt sich da irgendwo in diesem Spektrum und ich bin schon ein sehr kopflastiger Mensch, aber doch einer, jemand, der dann Dinge auch spontan macht, der, wie gesagt, mit dem Spannungsfeld arbeitet. Spannungsfeld gibt es übrigens auch ein Video dazu, das habe ich lang und ausführlich erklärt, hoffentlich verständlich. Ja, guckt doch mal rein, wenn euch das interessiert. Ja, mal gucken, ich verlinke es zwar nochmal, aber ja, das ist halt so ein Ding halt. Ja, mein Plädoyer für ein Heft, eine Story. Also ich finde, das würde insgesamt besser werden, das würde mitnehmender sein. Es ist natürlich nicht für jeden was dabei dann, beziehungsweise man kann natürlich versuchen, jeden paar Elemente mit reinzubauen.
Aber man kann halt nicht fünf Stories in eine Geschichte quetschen und ein Heft quetschen und meinen, dass das dann gut wird oder befriedigend für alle. Man kriegt halt hier dann immer so ein Häppchen und ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen so nicht ein generelles schriftstellerisches Problem, vielleicht so wirklich auch ein akutes Peri-Rodan-Problem. Weil Peri-Rodan hat natürlich eine extrem heterogene Bandbreite an Fans, die gehen von bis halt, ne, von bis. Von ganz bodenständig bis ganz abgespaced, von Militaries bis der einsame Philosoph auf dem Berge, von Sozialdramen, von Gesellschaftskritik, wie ist das aufgebaut, Technik, also eigentlich alles, was Science Fiction toll macht, halt im Prinzip so das rund um den Weltenbau, wie funktioniert das, was hat das für Konsequenzen, wenn ich das und das mache, ne? Das ist ja das, was Science Fiction eigentlich spannend und gut macht, halt, ne? Das, ja, muss irgendwie abgedeckt sein halt. Es gibt natürlich auch den Teil des Militaries-F-Teil, das ist unsere berüchtigte MDI-Fraktion halt, die natürlich dann auch so den Stil, wie es halt bei den MDIs war, was natürlich auch Pros und Kontras oder Stärken und Schwächen hat, wie jeder Zyklus. Ja, aber es war der erste 100er-Zyklus, der halt auch schon natürlich damit dann einen Standard gesetzt hat einfach, ne? Es war der erste, es war nicht alles perfekt, aber es war schon eine ganze Menge, glaube ich, richtig gemacht. Ja, soweit zum aktuellen Perry-Thema. Wie gesagt, halt im Moment bin ich drin. Also Michael Markus Thorn hat das Ding war jetzt sehr in puncto Übergang sehr verhuddelt. In sich aber sehr viel schöne Teile. Also wie gesagt, halt, das ist so ein bisschen Frankensteins Monster, auch Supermodels halt. Ne? Das ja, viel Schönes dran, definitiv. Man kann da eine ganze Menge rausziehen, aber wie gesagt, die Übergänge. Ja. Dann habe ich noch ein weiteres Thema. Ich habe im Moment ja noch so ein bisschen Wartezeit. Also im Prinzip, ich warte auf den zweiten Probedruck von diesem Buch hier, vom Alpha Cetera Aufstand. Das Ding ist jetzt neu überarbeitet, der Probedruck 1. Ich hatte ihn ja schon in die Kamera gehalten, den habe ich halt überarbeitet, die Korrekturen eingepflegt und halt den nächsten Probedruck beauftragt halt und warte jetzt halt, wie der Probedruck so aussieht. Ja, und in der Zwischenzeit dachte ich mir, gut, gehst mal ans Regal und liest du noch mal ein Buch aus deiner Jugend, was du toll fandest, noch mal gerne, noch mal wieder. Und das ist Endymion oder Moon, Endymion von Angela und Karl-Heinz Steinmüller, eine Weltraumutopie. Ja, das ist jetzt die Variante, die ich irgendwie bei Medimops mir noch mal gekauft habe. Ich habe das Buch als Jugendlicher aus der Stadtbücherei bekommen, beziehungsweise mir, glaube ich, 6 bis 8 Mal ausgeliehen. Also es hat mir recht gut gefallen. Es hat so, glaube ich, in meiner damaligen Lebensphase, also wirklich so vom Kind zum Jugendlichen werdend, einfach Lust auf Science Fiction. Also ich war sowieso schon immer Science Fiction Fan und das war so genau, ja, hat genau meinen Nerv getroffen. Wie gesagt, ich habe es mir bestimmt mindestens 6 Mal ausgeliehen. Inklusive Verlängerung noch mal gelesen und ja, doch cooles Buch und ja, ich habe es halt in der Westausgabe gelesen halt, natürlich da ich halt in Ostwestfalen bin, das ist halt aber Nordrhein-Westfalen natürlich dann in Westdeutschland liegend und von daher ja, also in der DDR, damaligen DDR scheint es auch dann wirklich ein Bombenerfolg gewesen zu sein, es scheint auch wirklich sehr viele Leute gehabt zu haben, die das ähnlich gesehen haben wie ich. Das dann wirklich als Lieblingsbuch mit auserkoren haben. Und ja, wie das so ist, wenn man so alte Jugendschätze nochmal liest, man ist nicht mehr 12. Das ist dann einfach so. Also im Prinzip, man hat sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und also ich habe mir gedacht, boah, irgendwie ist das ganz fürchterlicher Stil. Das wird ja nur erzählt. Also es ist wirklich sehr erzählend, sehr nüchtern erzählt. Hat natürlich auch so, also es ist halt eine Utopie, es fängt halt sehr beschaulich an, es ist ruhig, man entwickelt sich und es gibt so Kindheitsspannungsfelder, jugendliche Spannungsfelder halt, ne, so man muss Hindernisse überwinden, aber alles dann doch sehr auf die Gruppe bezogen halt, ne, oder auf die Umfeld bezogen. Es gibt halt keinen äußeren Feind in der Stelle, in dem Punkt halt. Ne, und ja, also wenn man das so mit viel Abstand liest, man denkt sich, okay, ich habe da jetzt schon viel, viel schlimmere äußere Feinde gelesen.
Der Stil ist wirklich extrem erzählt halt. Ne? Das ist so nicht, was man so klassisch mittlerweile hört, das Show, don't tell. Es ist so, auf jedem Schreiblehrgang kriegt man gesagt, Show, don't tell. Ja, das muss man sagen, das ist natürlich jetzt ein Ratschlag, der kommt aus dem Drehbuchschreiben, aus der Filmbranche. Einfach naturgegeben, weil man natürlich im Film jetzt nicht irgendwie einen Erzähler dahinstellen sollte und sagen, ja, mir ist das und das passiert und dann erzählt man dann die Story, sondern man hat einen Film, man kann Dinge zeigen. Man muss sie zeigen, weil das ist halt die Stärke dieses Mediums. Und da muss man halt einfach mit den Gegebenheiten des Mediums arbeiten. Man muss die Stärken nutzen und nicht die Schwächen herausarbeiten. Von daher, Show Don't Tell ist definitiv eine Sache, die für einen Film hochgradig wichtig ist, damit für den Drehbuchbereich hochgradig wichtig ist. Und ich denke, es kommt so aus der Hollywood-Schiene. Wie gesagt, die Filmfabrik, wie sie auch genannt wird. Das passt schon ganz gut. Also es gibt wirklich halt einen riesen Output an Geschichten und die sollen natürlich auch gut werden, weil in so einem Film, da steckt man ein paar Millionen rein mindestens, wenn es nicht gerade ein Low-Budget oder ein B-Movie oder Independent-Movie ist. Da wird eine ganze Menge Geld reingesteckt, also so auch sogar Hunderte von Millionen Dollars. Und ja, das ist eine Menge Geld. Da sollte man natürlich dann auch zusehen, dass die Kohle wieder reinkommt. Ne? Das wäre schon ganz gut. Wenn man vielleicht den nächsten Film drehen möchte. Ja, von daher sollte man irgendwie so Dinge schreiben, also die Leute mitnehmen, die Leute in die Geschichte reinziehen, in den Film reinziehen, in den Film halten, die mitfiebern lassen, mit den Protagonisten mitfiebern lassen. Es gibt da natürlich dann im Prinzip dann auch nicht nur sehr, 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 sehr gute Schreiber, sondern es gibt auch Schreiber, die sind halt im Mittelfeld. Die sind in Ordnung, aber jetzt nicht halt Top of the Range. Und für die helfen natürlich dann Checklisten extrem. Das ist dann die ganzen Punktestrukturen halt. Es gibt natürlich die von aus der Drei-Akte-Struktur kommt. Wo ist immer vorher? Es gibt dann 5, 7 Punkte, was dann so Richtung wirklich Save the Cat geht, was natürlich auch aus dem Drehbuchbereich kommt. Man hat dann 15 sogenannte Beats. Das sind einfach so Dinge, die man anschlagen muss halt. Ne? Also man muss im Beat bleiben, halt in der Geschichte bleiben, halt. Man muss so bestimmte Wegpunkte machen, man muss bestimmte Sachen haben, einfach in der Geschichte, damit sie halt das Publikum fesselt, mitnimmt und auch interessiert hat. Ne? Das ist so sehr geplanter Ablauf, sehr systematisch, bietet aber zumindest schon mal eine sehr, 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 sehr solide Grundlage halt. Also es kommt auf jeden Fall immer was Solides bei raus. Ne? Ob es dann jetzt der beste Film aller Zeiten ist, sei dahingestellt, aber ja, es funktioniert. Das ist so auch das Thema. Plotten ist halt eine sehr planende Geschichte. Man hat zumindest, wenn man es gut macht, halt schon mal eine relativ sichere Bank halt. Ne? Das ist so, man ist gut im Mittelfeld unterwegs. Und ja, wenn man natürlich dann auf der anderen Ecke kommt halt, und es gibt natürlich dann das Lager der entdeckenden Schreiber. Also im Prinzip, ich habe es damit so ein bisschen mit dem Spannungsfeld für mich so ein bisschen versucht zu verkopfen, sagen das mal einfach so, wie es ist. Viele Dinge hat man einfach auch so in sich aufgenommen. Wenn man jetzt zum Beispiel, jeder, der schreibt, hat bestimmt schon hunderte von Büchern gelesen, hunderte von Filmen geschaut. Und das heißt, so diese Grundstruktur hat man so verinnerlicht, dass man sie im Prinzip nicht mehr klar auf einer Checkliste braucht, sondern das ist wie, ja, wenn man immer kochen kann oder laufen kann oder Fahrrad fahren kann, man braucht nicht jedes Mal die Anleitung dafür, wie man das jetzt macht halt. Ne? Das ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Oder irgendein Spiel spielt. Man muss nicht über Dinge nachdenken. Das ist einfach alles ins Kleinhirn gewandert. Das ist automatisiert, hart verdrahtet und sitzt halt in einem drin, wirklich in der unterbewussten Ebene, in der fast schon reflexartig halt. Ne? Man weiß halt, okay, an der Stelle müsste jetzt sowas kommen. Ich brauche jetzt sowas an der Stelle und das ist so, ich glaube, der Weg dann einfach, die Bauchschreiger oder die Panzer entdeckenden Schreiber dann einfach haben, dass man sagt, okay, ich habe diese Struktur jetzt einfach verinnerlicht, ich weiß, was ich da jetzt erwarte und man vertraut dann auf sich, auf seinen inneren Kompass halt. Ne? Das kann natürlich auch ganz böse in die Hose gehen. Man kann natürlich auch sagen, okay, das hat jetzt doch nicht funktioniert, da muss man halt zurück und dann das nochmal anders machen, halt einen anderen Weg gehen. Und man denkt, okay, Sackgasse ist absolut kein Weg dran vorbei. Gehen wir ein Stück zurück zu der Stelle, wo wir an eine Abzweigung kommen, wo wir einen anderen Weg gehen können, der drumherum führt halt. Ne? Das ist mir auch passiert in meinem ersten Buch. Ich habe da auch 5 Kapitel zwischendurch weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, okay, das geht die falsche Richtung, da will ich nicht hin. Und wo sind wir noch auf dem Weg und
an der Stelle dann doch ein bisschen abgebogen dann. Ja. Ja, und ja, so ein bisschen halt Show don't tell halt. Ja, das Tell, das Erzählen, was wie es im Deutschen heißt, es ist ja wirklich Erzählen. Das ist eigentlich auch das, was man so ursprünglich, glaube ich, mit einer Geschichte verbindet. Eine Geschichte liest man nicht, man lebt sie nicht ursprünglich, sondern man bekommt sie erzählt. Man abends als Kind am Bett, Papa, Mama liest noch eine Geschichte vor, erzählt eine Geschichte, ein Buch vor, ein Märchen. Und von daher denke ich, kommt es einfach so dieses mündliche Erzählen einfach halt. Ne? So hat so ein bisschen Lagerfeuer-Flair. Man setzt sich irgendwo ans Feuer, einer sagt, okay, mir ist da ganz was Komisches passiert oder wo du das jetzt gerade erwähnst. Damals, ja, vor langer, langer Zeit ist mir so und so was passiert. Und ja, da entstehen einfach Geschichten, die werden erzählt aus einer erzählenden Perspektive. Und das geht auch. Also Endymion ist sehr, sehr erzählt. Wenn man wirklich modernes Show Don't Tell gewohnt ist, denkt man sich, ne, das ist aber mit sehr viel Tell. Aber die Story ist spannend, sie wird spannend. Es gibt Konflikte, die nehmen einen mit. Es gibt in der Gruppe, es gibt zwar keinen äußeren Feind, aber es gibt in der Gruppe Widersacher zur erzählenden Figur, zum Bete, zum Erzähler, zur Ich-Person dann auch, ne, die da erstmal entgegensteht, aber es ist halt mal Det, also der eigentliche Anführer der Gruppe, der sich dann hocharbeitet, der dann wirklich auch quasi seine Mitmenschen unterjocht oder beziehungsweise mobbt, sie in die zweite Reihe zurückdrängt und wirklich sagt, ich bin jetzt Chef. Und ja, das ist natürlich so ein Typ, da denkt man sich, boah, du Unsympath. Man kann so ganz geht's Nostalgie für den Charakter nicht ganz so nachvollziehen. Zumindest nicht am Anfang. Das kommt erst viel, viel später halt. Ne? Was ist natürlich jetzt der alte Beth erzählt natürlich. Der hat natürlich noch so eine bestimmte Grundsympathie, die man so nicht so ganz nachvollziehen kann. Allerdings ändert sich das im Laufe der Geschichte halt. Ne? Das ist so. Beth hat noch seinen großen Moment. Welchen nehme ich nicht vorweg weg? Es taucht dann aber ein weiterer Antagonist auf, so ein richtiger Fiesling, der dann auch gegen die Interessen der Gruppen, also das ist ja alles Geschwister, also im Prinzip die Besatzer dieses Schiffes sind alles Geschwister, das heißt, sie sind alle aus den, waren halt aus künstlichen Inkubationskammern geboren und sie sind halt alles zusammen aufgezogen. Es ist halt wirklich eine Riesengruppe von Geschwistern halt, ne? Natürlich nicht miteinander verwandt, sondern einfach nur zusammen aufgewachsen halt und ja, es taucht dann auch halt noch aus einer jungen Gruppe halt noch mal eine Gruppe, eine so ein Achtergruppen, weil immer praktisch halt die Inkubatoren immer in Achtercharge die Leute in die Welt setzen und ja, es gibt dann halt erste, zweite und so viele Gruppe und dann immer die vierte Gruppe schert dann aus, die hat dann so eine Art Gemeinschaftsbrain, also so ein Computer, vernetzt sich über einen Computer und nachher gibt es dieses Gemeinschafts Intellekt übernimmt dann halt die Körper der Wesen. Ja, ist schon ein bisschen spooky, erinnert mich auch ganz stark an Robert Corvos Imago-Projekt. Da gibt es auch ein Schiff der Menschenflotte, wo im Prinzip sowas, genau sowas passiert ist, wo im Prinzip der Computer die Menschen übernimmt und nicht die Menschen die Computer halt. Ne? Das ist so ein Thema, wenn man sich dafür interessiert. Imago-Projekt definitiv hat definitiv Parallelen zu Endymion. Definitiv. Endymion. Ja. Genau. Ja, also dieser erzählende Stil, also man kommt rein, man ist halt am Anfang, denkt man sich, boah, nee, das geht gar nicht, aber es ist so, ist natürlich auch immer so, wenn man so Kindheitsbücher liest, die Enttäuschung ist vorprogrammiert, stellenweise. Wobei ich sagen muss, der Roman nimmt relativ schnell Fahrt auf, er ist spannend, er hat Konflikte. Und man fühlt mit Beth mit, man fiebert mit ihm mit, man ist auf seiner Seite natürlich. Man nimmt immer die Seite des Erzählers ein im Prinzip. Man möchte denken, ich habe sich, oh, na, aber ja, doch, man hat Konflikte, es wird auch gelöst und es ist diese Gruppendynamik. Man fliegt, ist auf diesem Generationsraumschiff, man fliegt zu einem Planeten, man besiedelt den Planet oder man fängt an, ihn zu terraformen halt. Ne? Das ist dann schon
Ja, eigentlich eine Utopie, aber mit auch einigen Konflikten drin. Also von daher muss ich sagen, der Kultstatus ist definitiv, beide Daumen hoch, definitiv berechtigt. Es hat natürlich einen sehr historischen Erzählungsstil, ist aber einfach aus dieser Lagerfeuer-Systematik zu sehen, also im Vergleich zum Show Don't Tell. Ist halt eine etwas andere Erzähltradition, aber am Anfang braucht man so als Zuhörer so ein bisschen, um da reinzukommen, aber man ist relativ schnell drin und bleibt dann auch drin. Das ist spannend halt, ne? Das ist so, ja, ist so eine Sache, wie man sie erzählt. Ja. Damit schlagen wir dann wieder auch gleich den Bogen zu diesem Buch zurück, weil ich hatte natürlich, gut, das Buch habe ich 2008 ursprünglich geschrieben in der Rohfassung, also ist 2016 rausgekommen, 2011 rausgekommen, das sind dann ja, 11, bald 12 Jahre. Man entwickelt sich hoffentlich als Autor weiter, das heißt, man lernt hinzu. Nach 5 Büchern hat man sich hoffentlich etwas weiterentwickelt und ja, man merkt halt schon, okay, es ist ein Frühwerk, es ist mein Erstling und ich erkenne diesen erzählenden Stil, den ich in Endymion gefunden habe, erkenne ich in meinem eigenen Werk wieder. Aber man merkt halt schon, es ist, hat so einen Touch von Peri Rodan, es hat relativ wenig Dune drin, leider, aber obwohl das so die Grundidee mit war, halt, es ist vor zu dem Anfangsgrundplot folgt das Dune eigentlich. Zumindest von dem Lostreten des Grundevents halt. Ne? Das ist schon sehr nah drin. Das sind so einfach Einflüsse, die natürlich in jedem drinstecken, die halt man dann auch gerne liest halt. Ne? Das ist natürlich immer wichtig. Als Autor muss man seinen Roman auch selber gerne lesen können. Wenn man den jetzt 10 oder 20 Mal gelesen hat, immer denkt man sich, boah, jetzt ist aber gut. Von daher immer natürlich auch der Grund, warum man halt immer lange Pausen zwischen Lesedurchgängen haben soll. Einfach um wieder Abstand zu gewinnen halt. Ne? Das ist wichtig, aber. Ja, ich muss sagen, am Anfang hatte ich das gleiche Problem wie bei Endymion. Ich dachte mir, boah, das ist jetzt aber sehr erzählend. Aber man kommt am Schluss doch irgendwie rein. Es wird dann doch wieder irgendwie spannend. Und ja, ist so ein bisschen so, wenn man historische Dinger restauriert, ist vielleicht sowieso ein bisschen so ein Oldtimer. Ne? Er hat seinen Charme, definitiv, aber er hat natürlich auch so seine Macken, seine technischen Shortcomings, sagt man im Englischen, also im Prinzip. Ja, seine Macken, seine technischen Unzulänglichkeiten oder man hat es damals einfach nicht besser hinbekommen. Oder das war Stand der Technik, aber die Technik hat sich halt einfach weiterentwickelt. Es gibt halt ganz andere Standards mittlerweile halt. Ne? Wäre schlimm, wenn nicht. Sind ja alle keine Akoniden, die sagen, vor 10.000 Jahren haben wir unseren Höhepunkt erreicht und seitdem nicht weiterentwickelt. Haben die späteren Akoniden dann in der Serie dann auch nicht mehr gemacht. Also sie haben sich schon dann weiterentwickelt. Ne? Das ist so immer ein Zeichen von. Und Degeneration, man sagt, wir können es nicht mehr besser machen. Es geht immer besser, definitiv. Man muss nur wollen. Ja, und ich würde sagen, damit können wir es fast schon mal ausklingen lassen. Ich habe noch zwei Dinge. Im Moment, wie gesagt, halt vertreibe ich nur so ein bisschen die Zeit mit Lektüre halt. Endymion, definitiv eine Empfehlung. Ein Highlight aus der damaligen DDR. Den jetzigen neuen Bundesländern. Doch, es gibt eine tolle Menge Bücher da. Und ja, natürlich aus der Umwelt natürlich entstanden halt, es gibt einen bestimmten Sprachduktus, es gibt das Kollektiv natürlich, was ja natürlich jetzt nicht so drauf rumgeritten worden ist, sondern einfach so der Gemeinschaftsgedanke. Es ist ein Kollektiv, ohne es Kollektiv zu nennen. Wenn man das natürlich so ein bisschen überspitzt, da könnte man vielleicht so ein bisschen Kritik rausziehen zu Gruppe 4. Die dann einfach diesen Kollektivgeist hat. Ne? Das ist dann, oder den einen Gemeinschaftsgeist ohne individuelle Freiheiten. Ne? Das ist dann schon vielleicht so ein bisschen auch als versteckte Systemkritik mitzusehen. Ja, was ich sonst noch so lese, ist halt, ich bin so ein bisschen philosophisch angehaucht, beziehungsweise ich habe dann einfach mal geguckt, halt so, ich recherchiere, ich buche das jetzt unter Recherche für mein Hydrogol 7-Projekt, was noch namenlos ist und so in ferner Weite schweift. Und es wird auf jeden Fall einen großen Zeitsprung geben. Es wird eine neue Gesellschaft geben, ein etwas anderes Setting. Und gut, ich acker im Moment halt philosophische Grundwerke durch. Im Moment bin ich bei Platon, das hört sich erst trocken, aber es ist ultra spannend, weil im Prinzip Plato zu sehr, sehr interessanten Zeiten gelebt hat. Also es gab also im Prinzip, Griechenland ist ja bekannt, oder vor allem Athen ist bekannt für seine großartige Demokratie,
die Wiege der Demokratie, die Wiege der Philosophie, der Geisteswissenschaften, der Wissenschaften. Und ja, Demokratie hat Vor- und Nachteile und im Prinzip, was es halt zu Platos Zeiten gab, also wo er noch ein junger Mann war, es hat im Prinzip eine Oligarchenklique die Demokratie abgeschafft und das Ruder an sich gerissen. Ist vielleicht eine Sache, die heute einem vielleicht bekannt vorkommt halt. Ne? Das ist so, ja, immer die Gefahr, unter der die Demokratie immer leidet halt, ne? Dass man das System missbräuchlich nutzt, dass man aus einer Utopie eine Dystopie macht, wobei es keine perfekt funktionierenden Systeme gibt. Und im Prinzip, ja, und Plato sollte bei dieser Clique mitmachen, hat dann aber Sokrates kennengelernt. Und Sokrates hat gesagt, Sokrates hat sich mit Grausen abgewendet vor diesem, vor dieser Diktatur der Mächtigen, der Reichen, der Oligarchen, und hat dann gesagt, nö, ich ziehe in mein Fass und mache mein eigenes Fass auf. Oder lass mich in Frieden, ich lebe mein Leben in Ruhe und dann ist gut. Ja, und Plato ist davon quasi beeinflusst worden, hat dann gesagt, hat das ganze Unterfangen hinterfragt und gesagt, nee, die Diktatur der wenigen ist nichts für mich. Ich lebe dann doch lieber in der Demokratie, so unperfekt oder so mängelbehaftet, wie sie auch ist. Sie ist dann immer noch das kleinste aller Übel halt, ne? Das ist dann so die Lehre, die man rausziehen. Also ich bin jetzt gerade erst am Anfang. Ich denke mal, es liest sich ganz spannend. Also das Werk ist geschrieben 1931, also schon nicht mehr ganz taufrisch. In der Überarbeitung von 1952. Also, es ist natürlich auch ein etwas älterer Stil halt, aber es finde ich sehr gut lesbar. Das Ding ist jetzt ja, 70 Jahre in der Ausführung, 90 in der Urfassung. Lässt sich aber gut lesen, ist sehr verständlich und ich denke mal, ich werde das jetzt so peu à peu wegfrühstücken. Ja, vorher bin ich noch ein anderes Werk angefangen. Und zwar. Der aufstrebende Stern der aktuellen deutschen Science-Fiction, würde ich mit sagen. Akimira. Neongrau. Ich bin ganz am Anfang noch. Ich bin. Es ist, glaube ich, nicht so ganz meine Zielgruppe. Es ist halt ein Gamer-Roman. Es ist sehr jugendlich. Also, es geht so ein bisschen mehr Richtung Jugendroman, meiner Meinung nach. Es geht auch so ein bisschen vielleicht nicht-binäres. Ja. Also sehr modernes Thema, gerade absolut en vogue. Akimira, also ich habe ein paar Lesungen von ihr gehört oder und ich muss sagen, ich hoffe, das war jetzt. Ja, also im Prinzip Autor X steht immer dran. Ja, also ich muss sagen, man kann die Lesung sehr, sehr gut hören. Also es ist eine tolle Erzählstimme. Die Stimme nimmt einen sofort gefangen, die Geschichte, man ist sofort drin, man fiebert mit und ja, es ist unglaublich, was mit dieser Stimme, mit diesem Vorlesen, mit dieser Art des Geschichtenerzählens einfach eine Atmosphäre geschaffen wird und man ist sofort gefangen. Also wirklich sprachlich sehr, sehr gut. Also wenn man definitiv in die Richtung Near Future, Gamer-Roman, moderne Gesellschaftsentwicklung strebt, also Near Future, definitiv muss, weil allein schon für diese super tolle Sprache lohnt es sich definitiv da reinzugucken. Also ich werde jetzt erstmal, denke ich mal, den Plato zu Ende lesen und dann werde ich Neongrau mal in Angriff nehmen. Ich habe noch so ein paar Werke deutscher Autorinnen, absolut jetzt auch mal Fokus auf Autorin da liegen. Hängt auch noch so ein bisschen Nachklapp von hinter dem Metzen hinter dem Mond, wo er im Prinzip vier Autorinnen waren bei Norbert Fix im Hinterm Mond. Vier waren es, ne? Oder drei? Vier. Ja, Jacqueline Montemori, das Buch habe ich gelesen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz, vielleicht zwei Punkte mehr gehabt hätte, gerne mehr gehabt hätte. Aber ja, also. Das Buch durchzulesen ist auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein. Das schafft nicht jeder. Wie gesagt, ich habe da einen riesen Stapel von angelesenen Büchern liegen und das ist definitiv ein Buch, was ich dann durchgelesen habe. Regine Bott liegt leider auch noch auf diesem Stapel. Oder Chris Brünn. Chris Brünn war das, glaube ich, ne? Ja. Da hat mich eine Stelle so ein bisschen getriggert, so ein bisschen rausgekickt.
Der Roman meandert sehr stark. Es ist halt, ja, wobei es so ein Near Future-Thema. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Near Future. Es ist mir einfach zu nah dran. Ich bin so mehr der Fan des Epischen, des auch eskapistischen, ein bisschen natürlich halt, oder zumindest das Weiterräume abdeckenden, das Gucken, wie entwickelt sich sowas, wenn man das länger laufen lässt, und exotische Welten ist genau mein Ding. Von daher, das liegt noch auf dem Stapel. Pantopia war damals noch nicht raus, habe ich mir jetzt aber auch gekauft. Das liegt noch auf dem Stapel. Nach Neongrau, denke ich mal, werde ich mich da mal auf Pantopia stürzen. Mal gucken, wie ich da so mit weiterkomme. Das ist jetzt so mein Stapel der noch zu lesenden Bücher. Der angelesenen, der noch zu lesenden Bücher. Und ja, ich versuche das Ding so ein bisschen abzubauen. Das Ding wächst halt. Es gibt immer viele Bücher, die sich dran vorbeischleichen. Wie gesagt, ich hatte ja mal angedroht, das Ding muss jetzt ausgemistet werden. Und dann, wie gesagt, Time is Up ist vielleicht mal eine Kategorie, oder wäre den Anfängen, wäre vielleicht eine Idee für eine neue Kategorie, wo ich dann einfach mal ein Buch vorstelle und sage, lese ich weiter, lese ich nicht weiter. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass das für heute erstmal gut sein. Ich habe lange erzählt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, einen schönen Restabend, einen guten Start in die nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ihr Rosenmontag feiert, ob ihr unterwegs seid, karnevalistisch. Ich habe morgen frei. Ich werde mir den Zug angucken, den Zug angucken, den Zug gut. Ich werde mir auch eigentlich in Köln halt, in Ostwestfalen halt. Es geht alles so eine Nummer kleiner, aber doch aber schon klein. Aber oho, ja, also doch, es gibt auch so eine. Meine Heimatstadt ist so ein bisschen so ein kannibalistische Hochburg hier in der Gegend. Es gibt noch ein paar mehr. Aber das ist eine der Hochburgen in der Gegend. Ja, ich werde mir auf jeden Fall dann den Zug angucken. Groß feiern werde ich nicht, weil es gibt noch eine Aufnahme des Terranischen Kongresses, also bei den Weltendieben. Da gibt es natürlich die Rückschau der aktuellen Peri-Rodan-Hefte. Es gibt ein bisschen was über Neo. Es gibt Ben Kavin Hari ist da, wird da sein. Das heißt, es wird eine sehr spannende Folge mit namhafter Autoren, Ex-Bukraten, Miniserien, Chefautor, Beteiligung werden. Und ja, wird bestimmt ganz cool. Ich freue mich schon abends drauf, und ja, wird dann wahrscheinlich so eine Woche später dann auch veröffentlicht werden. Und ja, würde sagen, freut euch schon drauf. Wird bestimmt ganz cool, und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, in dem Sinne wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste Woche, und man sieht sich zur nächsten Peri-Rezension oder zur nächsten Tele. Macht's gut und tschüss.